Wunderschönen guten Abend. Ich bin gebeten worden, ein paar einleitende Worte für unsere heutige Gründungsversammlung des Fördervereins Steenkopfbad zu richten. Ich möchte noch mal kurz erinnern an den Sommer dieses Jahres. Ende Juli ist ja bekannt geworden, dass geplant ist, das Steenkopfbad im Jahre 2014 zu schließen, beziehungsweise dass die Stadt die bisherigen Gelder nicht mehr bereitstellt im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen. Und es hat sich, nachdem diese Nachricht sich rumgesprochen hat, meiner Ansicht nach eine beispielhafte Bürgerbewegung in Bottrop entwickelt. Der erste Schritt war die Gründung der Bürgerinitiative Steenkopfbad. Und die Bürgerinitiative hat dann mit einer Unterschriftensammlung begonnen für die Erhaltung des Steenkopfbades. Es wurden innerhalb von 6 Wochen insgesamt 15.432 Unterschriften gesammelt. Die wurden auch dem Oberbürgermeister übergeben im September. Nur leider hat der Rat der Stadt letztendlich diesen Bürgerwillen ignoriert bei seiner Beschlussfassung über das Stärkungspakt Stadtfinanzen. Und von daher wurden die Unterschriften leider nicht so gewertet, wie es an sich von den Bürgerinnen und Bürgern erwartet wurde. Daraufhin hat die Bürgerinitiative beschlossen, ein Bürgerbegehren zu beginnen. Das war im Grunde genommen denn der zweite Schritt. Dieses Bürgerbegehren wurde Ende September gestartet und bis heute haben ca. 9.500 Bürgerinnen und Bürger dieses Bürgerbegehren mit ihrer Unterschrift unterstützt. Es ist wirklich beispielhaft gewesen, welche Welle der Sympathie uns bei der Unterschriftensammlung entgegengetreten war. Und wir haben eine Vielzahl von Aktiven gehabt, die sich für diese Unterschriftensammlung unter dem Bürgerbegehren eingesetzt haben. Und vielfach wurde auch uns gegenüber von der Bevölkerung der Dank ausgesprochen, dass man sich so für das Freibad hier in Bottrop entsprechend einsetzt. Wir werden die Unterschriften nächste Woche Donnerstag am 20. Dezember dem Oberbürgermeister übergeben und damit dann auch offiziell das Bürgerbegehren abschließen. Die Sitzung des Rates im März wird sich dann mit dem Bürgerbegehren befassen müssen. Es geht darum, erstmals die Zulässigkeit eines Bürgerentscheides dann auch entsprechend durch einen Ratsbeschluss herbeizuführen. Beziehungsweise der Rat hat natürlich auch die Möglichkeit, die Forderungen der Bürgerinitiative beziehungsweise der Unterschriften unter dem Bürgerbegehren auch stattzugeben. Das muss man abwarten. Wenn der Rat jedoch bei seinem bisherigen Beschluss bleibt und die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens anerkennt, dann wird es im Laufe des Frühjahrs nächsten Jahres zu einem Bürgerentscheid kommen. Und das wird sicherlich ein Meilenstein auch in der kommunalen Demokratie sein, weil erstmals über eine städtische Angelegenheit dann nicht der Rat der Stadt entscheidet, sondern die Bürgerinnen und Bürger selber. Und wir haben in den vielen tausenden Gesprächen bei der Sammlung für das Bürgerbegehren dort sehr positive Rückmeldungen bekommen, wo die Menschen gesagt haben, sie finden das richtig, dass die Bürgerinnen und Bürger Bottrop selber auch entscheiden können,
über die weitere Existenz und die Zukunft des Stenkopf-Bades. Jetzt sind wir beim dritten Schritt angelangt, wo es nämlich geht um die Gründung eines Fördervereins für das Stenkopf-Bad. Wir wollen mit einem solchen Förderverein dazu beitragen, die Zukunft des Stenkopf-Bades zu sichern, es insgesamt attraktiver zu machen und natürlich auch eine Plattform bilden für das Engagement von Bürgerinnen und Bürgern, die mit dazu beitragen wollen, das Stenkopf-Bad zu erhalten. Wir haben natürlich keine Illusion, dass wir das Stenkopf-Bad übernehmen können. Das ist überhaupt nicht beabsichtigt. Wir sind der Auffassung, das Stenkopf-Bad muss in städtischer Regie verbleiben. Aber entsprechende Bürgerengagement ist sicherlich auch durchaus erwünscht. Und das kann durch den Förderverein entsprechend auch mit beigetragen werden. Ebenso, dass Förderer und Sponsoren für das Stenkopf-Bad gewonnen wird. Das ist sozusagen unsere Idee, die wir mit dem Förderverein zunächst erstmal verbinden. Wir werden nachher im weiteren Verlauf unserer heutigen Gründungsversammlung noch etwas näher ausführen, was die möglichen Aktivitäten des Fördervereins betrifft. Jetzt geht es erstmal zunächst darum, dass wir in die weiteren Schritte für die Gründung dieses Fördervereins eintreten. Heute wurde der Verein, der Förderverein Stenkopf Bad Bottrop gegründet. Zur Gründungsversammlung sind 17 Mitglieder erschienen. Der Vorstand wurde gewählt mit Schriftführer, Kassenwart etc., sodass das Ding jetzt auf sicheren Beinen steht. In den nächsten Tagen werden wir die 9.500 Unterschriften der Bürger und Bürgerinnen aus Bottrop dem Oberbürgermeister überreichen und abwarten, wie dann im nächsten Jahr, im März, der Rat der Stadt Bottrop über dieses Stenkopf-Bad und unser Bürgerbegehren entscheiden wird. Reinhold Sigulski, bin 64 Jahre alt und bin jetzt gewählt worden als Vorsitzender des Fördervereins Stenkopf-Bad. Ab heute, den 13., können wir uns als Förderverein schon so nennen. Die Mitgliederzahl war sehr gut gewesen. Unser Ziel wird es sein, dass wir der Stadt Bottrop finanziell unter der Arme helfen, damit die Kosten des Stenkopf-Bades minimiert werden. Außerdem wollen wir das Stenkopf-Bad viel, viel attraktiver machen, sei es durch Spiele, sei es durch Events, die wir da veranstalten wollen. Und wir wollen außerdem noch viele Firmen reinholen ins Boot. Ein großes Anliegen wird sein, dass wir auch für den Seniorensport was machen können, da in dem Stenkopf-Bad. Das werden wir auch nochmal berücksichtigen müssen. Und im Prinzip bin ich so mit der heutigen Versammlung sehr zufrieden. Alles Weitere wird sich dann ergeben durch den Vorstandssitzungen oder die Mitgliederversammlungen, wie wir weiter vorgehen. Jetzt haben wir erstmal den Grundstein gelegt, damit wir uns als gemeinnütziger Verein anmelden können. Und ich appelliere an jeden, der sich das Video anguckt, lasst euch von uns die Beitrittserklärung geben und tretet unserem Förderverein bei. Das ist für eine gute Sache, das ist für ein Familienbad, sonst hat Bottrop hinterher gar nichts mehr. Dankeschön.